Chris Rock zockt. So, da mal herzlich willkommen zu einer neuen Runde Chris Rock zockt auf 89.0 RTL.de. Und ihr seht schon, mit dem RPG-Spiel Bloodborne. Sehr, sehr gruselig das Spiel. Und auch meine Skills sind in diesem Spiel sehr, sehr gruselig. Also bitte alle, die an meinem Spielstil was auszusetzen haben, ja, können sich doch mal gerne bei mir melden, was ich vielleicht eventuell besser machen könnte. Das hier ist mein Protagonist und wir sind gerade in einer alten Kirche und gehen mal einfach auf Monsterjagd sozusagen. Was ist das denn? Das sieht ja eklig aus. Achso, das habe ich bestimmt erlegt in der letzten Folge. Na siehste, dann geht's doch direkt mal weiter hier. So, von da oben bin ich gekommen. Und ich habe schon gesehen, da unten sind so Ratten. Und ich habe keine Ahnung, ob ich unbedingt dahin möchte. Aber ich muss ja auch rausfinden, wie es hier weitergeht. Und ich denke mal, hier drüben. So, los geht's. Fachchen, mein Messer. Ja. So, hier geht's raus. Ui, da drüben steht schon jemand mit einer Pistole, was immer sehr gefährlich ist. Ich habe auch keine Molotow-Cocktails, um darüber zu schmeißen. Deswegen muss ich hier ein bisschen cleverer vorgehen. Okay, erstmal die Lage peilen. Ich glaube, wir schnappen uns erstmal den da hinten. So, komm mal her, mein Bester. Ah, ich muss weg. Oh nein. Mann. Kann man nur so scheiße sein und jetzt schon sterben? Ach nee, Freunde, jetzt hat er mich hierher geschmissen, oder was? Naja. Gut, wir wissen ja, wo es lang geht. Das Problem ist bloß, die Gegner spawnen ja hier wieder. Das heißt, ich darf jetzt nochmal den ganzen Weg zurückgehen. Und ich habe keinen Plan, wie ich noch ein bisschen mehr Ausdauer komme. Weil da oben dieser grüne Balken ist meine Ausdauer und ich schlage zweimal, das Ding ist weg. Das ist natürlich, wenn du hier solche, gegen solche Gegner kämpfst, nicht gerade vom Vorteil. Wow, der hat mich schon gesehen, okay. Okay, okay, ich habe nichts von Weitem. Kann ich nur dem eine Kugel verpassen, das juckt den aber herzlich wenig. Ah, nein, oh, weg. Oh, ich bin doch so doof und lauf da genau hin. Och, Mann. Scheiße. Entschuldigung. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich muss es irgendwie clever angehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin zu bescheuert dafür. Bloodborne. So, da sind wir wieder. Und auf ein neues. Und jetzt ein bisschen cleverer. Hau ab mit deiner blöden Fackel, ey. Ihr seid verflucht. Du bist gleich verflucht. So. Dann werde ich mal weitergehen. Und dann schauen wir mal, wie wir jetzt den Jungen hier mal platt machen. So, da war doch schon mal nicht schlecht. Einen Schlag haben wir eben schon mal verpasst. So, wir müssen einfach cleverer ausweichen irgendwie. Aber es bringt doch nichts, wenn er uns hier in die Bredouille lockt. So, na komm, mein Bester. Komm, komm. Gut, gut, gut. Gut, 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 gut. Ja, genau. Hau ab. Sehr gut ausgewichen. Haha. Na komm. Hab dich doch nicht so. Ich glaube, so könnte es was werden, wenn wir immer wieder hochgehen. Ja, er darf ihn halt nicht erwischen. So. Aber das zieht leider nicht so viel ab, wie ich gerne hätte. Ah! Weg, weg, weg. Alter, ein Schlag und die Hälfte von meinem Dings da oben ist weg. Das gibt's ja gar nicht. So, zack, zarab, Alter. Den ersten Hammer. Mhm. So, jetzt der zweite. Na, komm mal, mein Bester. Huhu. Ah! Das war knapp. Die blöden Kugeln machen dem überhaupt nichts aus, ey. Ich muss weg.
Blutampulle. So, komm her, jetzt hab ich ihn. Jawohl. Tada. Na siehste, geht doch. Muss ein bisschen geduldig sein halt. So. Ah ne, hier ging es noch nicht weiter. Ich muss zu der Kirche. Die ging der Weg, glaube ich, hier oben lang. So. Kann sein, dass gleich noch ein paar Hunde kommen. Aber die sind ja nicht so schwer. Hier zum Beispiel. So. Hier war doch irgendwo noch einer. Hier. Gerne mal eine Blutampulle fallen lassen oder irgend sowas. Machen die aber nicht. Oh, hier hat es kurz geblinkt. Kann ich was machen? Nee. So, hier drüben war noch einer. Hau ab. Zack. So, hier noch einer am Käfig? Nee. Zack. Und weiter geht's. Können ja mal nach hier unten schauen, was da so los ist. Ja, sieht man noch nicht viel. Ist aber auch schon beeindruckend. Also so eine Stadt musst du erstmal bauen. Da brauchst du schon ein paar Jahre. So. Hereinspaziert, hereinspaziert. Hier nochmal zusteigen, hier nochmal dabei sein. Der Onkel kommt mit dem Schlachterbeil. Aha. Ah. Boah. Alter, der hat mich erwischt. Damn. Kurz betäubt und zack, zapp. Haha. Das war gut. Wenn es mal immer so funktionieren würde. Hat man was für mich? Ja, danke. So. Hier drüben den Kollegen kann man gleich von hinten angreifen. Ah! Hat er mich doch nochmal erwischt. Ah, ich muss weg! Nein, 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 oh Mann! Oh, das kann doch nicht sein jetzt. Oh Mann. Boah, dieses Spiel ist zum Verzweifeln, Mann. Weil ich es einfach nicht hinkriege. So, herzlich willkommen zurück. Und auf ein neues. Mann, 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 ey. So, hast du noch was? Nee. Seid selber verflucht, mein Messer. Ach, die zwei Dicken wieder. Mann, ey. Nein, jetzt kommen gleich beide auf mich. Nee, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Was? Verflucht? Wer spricht hier? So, einer haut wieder ab. Vielleicht meine Chance. Ah! Selber stirb, Alter. Jetzt habe ich wieder beide am Sack, ey. Das ist doch scheiße. Die Treppe hoch. Boah, wenn ihr hören könntet, wie mein Herz pocht. Und vor allem, wie schweißige Hände ich habe. Na komm mal, besser. Ich muss die erst trennen, ey. Sonst wird das nichts. Mensch, jetzt haut ab hier. Oh. Es tut mir echt leid, dass ich gerade so grandlos verkacke. Aber was soll ich tun? Ich muss die Jungs erst trennen. Also mit zwei kann ich mich nicht gleichzeitig auseinandersetzen. So, erstmal wieder gesund gemacht. Und jetzt versuchen wir unser Glück nochmal. Ein Steinchen vom Kopf. Bam. Na komm, gut, gut, gut. Gut, 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 gut.
Wie mache ich es am besten? Kann ja sein, dass du einmal zuhauen willst, damit deine... Ah! Das ist blöd. Das darf nicht passieren. Geh weg. Oh nein. Boah, das war knapp. Meine Fresse, ey. Wie hab ich dir das vorhin gemacht? Zwei Schläge und ausweichen. Aha, mein Bester, ne? So nicht. So, jetzt haben wir ihn. Mann, ey. Ah, hallo, hallo. Willst du hin? Von hinten! Hat er sich aber schnell gedreht, du meine Fresse. Puh! So. Den hätten wir auch. Mann, ey. Freunde in der Nacht. Ist natürlich auch blöd. Ich würde euch gerne noch mehr von dem Spiel zeigen, aber ich krieg's irgendwie halt nicht hin, ja? Was soll ich machen? Ich gebe ja schon mein Bestes. Aber ich verkacke halt grandios an diesen scheiß Speicherpunkten. Wow, gleich zwei. Hau ab, Mann. Mann. Klappe. Du Monster. Meine Fresse, du. Ja, komm. Klappe halten. So. Ich darf ja echt nicht sterben, weil ohne diese Laternen, die man so zwischenzeitlich mal anzünden kann auf dem Weg, startest du halt leider immer wieder da vorne. Und das ist halt nervig hoch 10. Könnte ausflippen. So, jetzt hier der Kollege. Komm her. So. Kurzer Prozess. Gleiche durchsuchen. Jawohl, nehmen wir mit. So, jetzt müssen wir ein bisschen cleverer vorgehen. Der Kollege mit der... Mit dem Gewehr darf uns nicht sehen. Oh, der hat unsere Seelen. Das sieht man an den leuchtenden Augen. So. Haha. So ist es nämlich. So, jetzt müssen wir den mit dem Gewehr mal ausschalten, den Kollegen. Na, das ging ja einfach. Macht mir mal Angst, wenn es zu einfach geht, auf jeden Fall. So, steht hier noch einer rum? Oder drüben, aber ich glaube, den lassen wir jetzt einfach mal beiseite und gehen gleich mal hier raus auf den Balkon. Natürlich ärgerlich, wenn ich jetzt hier sterben würde. Ich habe jetzt 1600 Seelenpunkte oder Blutechos, wie es hier heißt. Müssen wir das Ganze ein bisschen clever machen. Aber ich kann leider nicht von Weitem hier irgendwas ausrichten. Deswegen würde ich sagen, ich schleiche mich erstmal hier dran vorbei an dem und schnapp mir den mit der langen Rakete in der Hand. Der steht hier drüben. So. Oder auch nicht. Cool. Oh, fuck! Meine Fresse. Ist denn der noch nicht tot oder was? Gibt's doch gar nicht. Hau ab! Oh, Blutechos. Schießen beide auf mich, das ist doch scheiße. Meine Nerven, Alter. Oh, wie mache ich es am dümmsten? Wir können ihn nicht so gut zielen. So, komm her.
So, die hätten wir auch erledigt. Die Kugeln nehmen wir noch gerne noch mit. Gibt es hier oben sonst noch was? Hier ist auf jeden Fall eine Treppe. Eine Leiter. Na, mal schauen, wo die hinführt. Ich würde gerne mal so eine... Oh ne, hier sind so eine Raben, die hatte ich schon mal. Boah, die nerven wie die Hecke. Die springen so auf einen zu. Kann ich die umgehen? Ich glaube nicht. Aber da drüben komme ich nicht durch. Scheiße. Was mache ich? Was mache ich? Hilfe, Hilfe. Ich will nicht. Warte mal. Okay. Ein Kieselstein vom Kopf. Bam. Du Drecksvieh, komm her. Na komm, na komm. Die sehen sehr harmlos aus, aber dann greifen die an. So. Gott, bist du hässlich. Okay, wir haben noch einen Kieselstein. Drecksviecher. Meine Nerven. Oh, da ist noch einer. Na komm, hier, komm mal runter. Tada! So, ich brauche mal so eine blöde Laterne, Mann. Wieso gibt's denn hier diese Laternen nicht? Da ist auch noch so ein Ding. Ich glaube, hier unten geht's weiter. Boah, das sieht ja gruselig aus. Ich hab nicht unbedingt Bock, da runter zu gehen. Aber ich glaube, da geht es weiter, leider. Oh, das sind gleich zwei. Schon nicht sicher. Naja, gut. Die haben erledigt. Oh, guten Tag. Was liegen Sie denn hier? Eine Ölurne. Schön. Wenn ich noch Molotov-Cocktails hätte, wäre das super. Aber ohne ist echt Bullshit. So, weiter geht's. Komm, Freunde. Wir müssen also nach unten. Hier gibt es nichts weiter zu finden. Muss ich aber erstmal wieder auf die andere Seite kommen, weil da die Leiter ist. Und wenn ich jetzt sterben würde, wäre es echt so kacke, Mann. Und genau das macht auch, glaube ich, diesen Reiz dieses Spiels aus, dass du einfach Angst hast zu sterben. Eiskalte Angst läuft mir den Rücken runter, weil dann musst du diesen ganzen Weg hier wieder abgehen und all diese Viecher wieder angreifen und wieder und immer wieder. Das ist einfach zum Kotzen. So, Freunde. Kann man ja auch Bungee-Springen machen. Sieht fast so aus. Aber ich würde mal sagen, an dieser Stelle machen wir eine kurze Pause. Das war's mit einer neuen Folge von Chris Rock zockt auf 89.0rtl.de. Und ja, in der nächsten Folge klettert mal diese Leiter mal runter. Und ich wünsche euch bis dahin viel Spaß. Die besten Hits von heute.